Come pick me up, drag me from the shadows, babe. Give me your love, you'll be my escape. Come turn me on, key inside the engine, babe. Lead the way, it's okay. Front seat calling shotgun, my lover. Driving through the city lights. Morgen. Kaninchen. Ich brauche meinen Salat aufs Brötchen. So. Hier sieht es aus, wenn du die Küche machst. Guck mal, hier ist ja kein Platz für nichts. Ich die Küche? Ja. Du. Ich mag keine Küche, ich koche höchstens. Ja, und stellst alles da. Guck mal, wir haben Besuch. Das war eine Freundin, Ro. Ja. Wir müssen dahin. Du stehst, hier ist Abendessen. Ach so, entschuldige bitte. Da ist Frühstück, da ist Abendessen. Ja, das hat was mit dem Wind zu tun. Dass du mir ein schönes Frühstück gemacht hast. Oh, gerne schön. Du möchtest nicht frühstücken, ne? Nein, ich muss filmen. Das ist gut. Jetzt weiß ich auch, warum du deine Tasse nicht mit rausgebracht hast. Ja. Hast du was zu lachen, ne? Mhm. Hast du Glück, dass du Müll schon hast. Hm. So, Plan für heute. Wir haben Pläne. Kaffee holen. Wir haben Sonntag, den, ich glaube, 2. Juni, ne? Ja. Yeah. Und 24. Herrlicher Sonnenschein, Wetter soll wie gestern werden. 15, 16 Grad und Sonne. Geht mal in die Sonne, dann wisst ihr, was 15, 16 Grad sind. Und dann machen wir euch gleich hier noch das Stellplatzvideo. Wir haben dummerweise schon die Räder eingepackt. Mal gucken, wie wir das hinbekommen, weil der Platz ist doch zum Laufen ein bisschen groß. Und dann wollen wir Richtung der Rosa Granitküste fahren. Mal gucken, hab mir da einen Platz ausgesucht, ob wir da was finden. Bis jetzt hat es ja immer geklappt. Und dann wollen wir da gleich die nächsten zwei Tage stehen bleiben. Das ist das Salon de Talbert und es gibt hier sehr begrenzte Parkmöglichkeiten. Es gibt zwei Parkplätze, nur einer hat auch einen Stellbereich für Wohnmobile. Dort gibt es 8 Parkmöglichkeiten für Wohnmobile und dank unserer lieben Mitcamper passten nur 6 drauf. Wir fahren jetzt wieder und hier gibt es auch einen Campingplatz. Hatte ich zuerst gedacht, aber das Hinterland ist für Alfred zu hügelig, dass wir hier mit dem Rad fahren können. Da vorne verkauft. Kann ich mich da stellen? Nee, komm, ja, fahr. Da muss ein ganzes Stück hochlaufen. Fahr. Dann nutzen wir jetzt die Zeit und gucken, dass wir auf den anderen Platz kommen und hoffen, dass wir da ein Eckchen finden. Weil umso näher man an der Küste ist, wird es ja dann schon mal ein bisschen eng. Hätte mich gereizt, aber was nicht ist, das ist nicht. Merkt euch, Lamour sollte man vielleicht schon früh herfahren oder ziemlich spät, dass man dann auf dem Platz einen Parkplatz bekommt. Man darf dann nicht übernachten oder man fährt eben hier auf den Campingplatz. Das ging natürlich auch. Ich halte die Kamera gar nicht so schräg, das geht hier wirklich so hoch.
ihr geht dann links und ohne den Filmen würde ich nur schreien. Das ist jetzt nicht geschauspielert, aber ich bin gerade ziemlich fertig, ne? Es ist wild romantisch und sau eng. Wir haben jetzt irgendwie immer wieder in diesen Kreis, sind wir auf diesem Platz gelotst worden, aber die Straßen hier sind so eng, teilweise nur einspurig und die Bäume hängen hier so tief, also eben hat es oben schon gerumst, müssen wir gleich mal gucken. Ist wirklich sehr schön, aber das gerade drittrangig. Also ich sterbe hier 1000 Tode. Ja, kriegt man nicht jeden Tag zu sehen. Aber meinen Adrenalinkick habe ich für heute schon mehrfach gehabt. Den brauche ich nicht nochmal. Bei mir ist noch immer der Puls hochgegangen. Vor allem, was ist, wenn wir da ankommen und kein Platz frei ist? Dann geht mein Puls hoch. Dann, ne? Der Sache langsam näher. Camping Municipal. Sag mal, man könnte schlechter stehen, wenn wir noch was kriegen. Weil wir stehen sie schon draußen und warten, dass sie drauf können. Wir haben einen neuen Stellplatz gefunden. Auf einer Mini-Halbinsel, die besteht eigentlich nur aus diesem Camping Municipal, haben wir einen schönen Platz ergattert. Und wisst ihr auch warum? Das zeige ich euch jetzt. Das ist ein Teilbereich, aber wir machen euch ja wieder ein Platzvideo dazu, wie ihr es von uns kennt. Hier ist alles gegeben, außer direkte Grauwasserentsorgung. Aber dafür habt ihr hier von drei Seiten Wasser. Gespannt? Dann wartet mal ab. Tada! Das Wasser ist da. Da geht es noch in die Bucht. Und da hinten geht es ums Eck. Kann sich doch sehen lassen. Da hinten haben wir auch. Wo sind sie? Das Wasser steigt. Wenn das Wasser runterläuft, seht ihr nämlich da, diese Muschelzucht geht da. Stimmt, eben als ich hier war, war noch nicht so viel Wasser da. Da musste mich aber ein bisschen umziehen, weil dadurch, dass wir hier so frei am Wasser sind, ist es ein bisschen kühl. Die Sonne, die täuscht. Wir haben, ich glaube, 15, 16 Grad. Aber mit einer Jacke drüber tut's das. Wir haben schon schlechter gestanden. Ne? Hier vorne war leider schon belegt, aber in dem anderen Bereich hast du auch Plätze, wo du rausgucken kannst. Wir haben den da hinten jetzt genommen und gut ist. So ist es schon wieder. Genau. Also, ich glaube, wir stehen da gut. Wir werden das Schiff übergraben. So, damit ihr auch eigentlich erstmal wisst, wo wir sind. Wir sind kurz vor dem Haus zwischen den Felsen und unser Campingplatz Bekavilin,
oder so ähnlich, Bech-Avelin, gehört zu dem Örtchen Pleugresson oder so ähnlich. Ich gebe mir ja große Mühe, es irgendwie auszusprechen. Aber das ist schon nicht schlecht. Auch hier wieder so ein bisschen die Archipele davor und Sandsteinformation, die du aber nur siehst, wenn Ebbe ist. Also so viele siehst, wenn Ebbe ist. Jetzt ist es gerade ab Flut, glaube sogar Höchststand. Und dann bin ich mal gespannt, wie das sich nachher verhält, wenn du da frei gucken kannst. So, wir fahren jetzt mal hier oben immer schön die Küste entlang bis Le Gouffre, wo das Häuschen zwischen den Felsen steht. Kennt ja, glaube ich, jeder dieses bekannte Motiv. Jetzt habe ich das bekannte Problem, dass das nicht passt. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun? Meine Frau ist sauer. Was bin ich? Sauer. Wieso? Weil du da rankommst. Ja, also du kannst echt nur an die Küste, wenn du ein Bötchen hast oder den Küstenwanderweg läufst. Ist das ein Träumchen? How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Auch wieder eine schöne, ruhige Bucht. Aber wie gesagt, es ist hier so voll. Da war es ja in Eritreat gestern leerer. Und hier nochmal das Häuschen. Wie gesagt, absolute Pilgerströme hier. Alles läuft hinten zu den Orks. Und was das ist, schreibt es mir mal in den Kommentaren. Also ein Heiligenschein scheint es ja nicht zu sein. Aber auch kein Brotofen. Und ich muss natürlich damit hinpilgern. Ich will das auch sehen. Das ist bestimmt das Plumpsklo, das letzte Häuschen. Schon beeindruckend. Ich komme mir gerade vor wie in den Alpen. Nö, nur nicht solche Blumen. So, ich habe das Mikro mal umgesteckt. Ich hoffe, man hört mich jetzt besser. Schon. Echt grandios. Wow. Es hat sich schon gelohnt. Und das Wasser ist kristallklar. Und hier haben wir den Affenberg. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. It really makes me wonder.
das alles so abgelaufen ist. Also, wie gesagt, jetzt Pilgerung, aber wir haben auch Sonntagnachmittag oder Spätnachmittag und alles ist unterwegs. Ich bin ja eine Angstbox, ne? Weiter gehe ich nicht. So, zurück zu Alfred. Ich glaube, der ist gleich wieder durchgegart. Den nämlich wieder mitten in der Sonne sitzen lassen. Aber guckt mal. Sollte er sauer sein. Hat sich gelohnt, oder? Mache ich für euch doch gerne. Und jetzt hoffe ich, dass man da vorne weiterkommt. Umso weiter das Wasser zurückgeht, umso roter, rosa, orangener die Steine werden. Jetzt, wo die Sonne auch drauf scheint, also es bekommt ein ganz anderes Flair. Verfolgst du mich? Ich hänge an dir wie eine Klette. Ich mag das. Ich bin ein Anhängsel, dass man nicht zurückgeben kann. Ich bin wie so ein Geschwulst. Aber ihr müsstet jetzt sehen, was ihr tut. Dass sich in dich einnistet und sich voll und ganz vereinnahmt und dann zupackt und nicht mehr loslässt. Und wehe, du tust nicht, was ich will, dann piekse ich dich. Ja, ich piekse dich gleich zurück. Geh mal Fotos machen. Das kommt direkt nach der Liebe zu dir. Fotos machen. Nee, oder das kommt vorher noch vorher. Essen. Vorher kommt vielleicht noch Essen. Ja. Manchmal. Trinken und schlafen. Nee, mit dem Schlafen habe ich es nicht so. Da sind auch Häuser drauf. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ich hatte eben das Kleine da nur gesehen. Guckst du mal, oder? Irre. Einfach irre. Wie schnell das Wasser weggeht, ne? Eben war das hier noch eine geschlossene Wasserdeckfläche, als wir da hinten standen. Da irgendwo. Konntest du ja hier rüber gucken, wo ich da oben stand. Ganz schief. Das ist ein schiefer Turm wieder. Ja, das ist alles schief. Ist nichts gerade. Jede Menge Muscheln. Austern. Das ist ein Unterschied. Weißt du doch ja nicht. Doch. Muscheln habe ich schon gegessen, Austern nicht. Großer Unterschied. Ja, hier mal gucken. Wir gehen mal gucken. Ob es Austern sind? Ja, sind Austern hinten, der verkauft die doch. Der, ja. Da ist doch der Laden von dem. Nur weil der die verkauft, außerdem, heißt das nicht die guck mal, was da liegt, das sind Austernschalen. Ach.
Wie gesagt, zu mir bin ich ja schon hier vorbeigelaufen. Ne? Ja, wie gesagt, zu mir kannst du auch laufen. Ja. Könnt ihr dann frische Krustentiere, Krebse, Hummer und Austern dienstags und samstags kaufen. Die Öffnungszeiten zeige ich euch gerade. Und dann würde ich fast sagen, es ist Couchtime bzw. Schlafenszeit. Ich würde mal sagen, es geht morgen weiter. Bonjour. Wir haben mega gut geschlafen. Hier ist es richtig ruhig und hier auf dem Campingplatz kann man Brot vorbestellen. Mein Französisch ist ja gleich null und ich dachte, holst du mal ein Baguette? Wie soll ich das in den Schrank kriegen? Das muss ich ja, guck mal, in zwei Schränke legen. Und da ich ja nicht verstanden habe, was da stand und alles nicht so teuer war, habe ich gedacht, nimmst du hier von jeweils auch noch ein Brötchen oder was es ist mit? Brauchen wir noch bis zum Ende der Reise jetzt Brot? Ich glaube nicht. Und das Ganze für 4,40 Euro. Ich bin geflasht. Vorüber. Nach Trujur. In die Altstadt. Shoppen. Markt ist Mittwoch. Oder Donnerstag. Das war ja schon wieder nichts. So, hier hoch. Jetzt der Berg rup. Sieht gar nicht schief aus, der Turm. Heute getarnt. Inkognito. Inkognito, genau. Nee, hat mich noch gar keiner erkannt hier, aber wundert mich auch nicht. Ich habe hinten am Hinterkopf einen Wirbel. Das ist so eine Freiluftzone für meine Kopfhaut und da habe ich jetzt einen Sonnenbrand. Und bevor das noch schlimmer wird, haben wir heute ein Mützchen an. Machen wir heute einen auf Alfred. Ich habe viel mehr Freiluftzone. Dein Kopf ist das schon gewöhnt. Ich habe ja auch sonst noch die langen Haare darüber. Irgendwie sagt mir das, dass wir da hoch müssen.
Also mit dem Rad von Plougre-Champ oder wo wir da stehen, nach Trégueux sind 30 Minuten schneller Ritt, immer Hauptstraße entlang. Ich glaube, der Küstenradweg geht nämlich gar nicht oben auf die Landzunge. Ich weiß noch nicht, wie wir gleich zurückkommen, aber auf jeden Fall müssen wir den Berg hier wieder hoch. Sehe ich kein Problem. Bitte? So eine moderate Steuerung hatten wir doch eben auch. Ja, okay. Wenn du damit klarkommst, ich sowieso. Ja, ja, und die muss ich jetzt zurückkommen. Du kannst auch warten, ich fahre Wohnmobil holen. Ich meine, alt bin ich ja schon. Grau kann ich nicht werden, aber ich glaube, dann hier schon am Stock. Ja, gut. Fahren wir weiter. Fotos machen. Wollt ihr die sehen? Wir blenden sie trotzdem ein. Das ist der Sarkophag vom heiligen Yves. Fotosession beendet. Ja, das ist ein Fehler, der Vergleich, dass alles mit dem Fahrrad gucken wollen. Ich glaube, das sind viele schöne Geschäfte. Es ist mit dem Fahrrad schnell vorbei. Tut es nicht so weh. Ja. Geh mal in die Kathedrale, vielleicht geht hier ein Licht auf. Ich habe ja eben schon für ein Kerzchen gespendet. Ja, ja.
Wow. Ich bin im Eldorado. Voilà, wir sind wieder da. Die sieht immer so aus. Auch das ist Urlaub. Alfred musste ja eben nach der Stadtbesichtigung schnellstens zurück. Wir waren um 14 Uhr auf dem Platz. Wir mussten am Video noch was machen. Freitag kommt ja unser erster Teil raus. Dann habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch noch das Stellplatzvideo machen. Dann haben wir das hinter uns. Dann machen wir uns einen schönen Abend. Und er grinst schon so, der wird schön. Ich denke, oh, vielleicht kriege ich meine lang ersehnten Austern. Oder er kocht mir was Schönes. Oder wir machen einen romantischen Abend. Wir haben ja hier direkt vor uns den Strand. Er grinst immer noch glücklich. Guck mal, wie glücklich er ist. Quatsch, komm hoch drei. Wisst ihr warum? Darum. Die hat seit gestern gewusst, dass Fußball kommt. Das hat er mir im Schlaf geflüstert. Er hat gewartet, bis ich die Augen zu hatte, gleichmäßig atmet hat und sagt, Kamera gerade. Liebling, morgen kommt Fußball. Und ich, kennt ihr das, wenn ihr so im Halbschlaf seid? Wenn ihr so im Halbschlaf seid und irgendwas gar nicht richtig mitbekommt, das war der Fußball. Meine Frau ist anscheinend öfter im Halbschlaf. Gott, das ist so ein Arschloch. Der treibt, wisst ihr, warum er das macht? Damit ich hier mich jetzt mit euch noch eine Runde drehe und er in Ruhe Fußball gucken kann. Damit meine Frau endlich mal lernt, die Kamera gerade zu halten. Habe ich verlernt, seitdem du filmst, kann ich das nicht mehr. Ja, kommst du auch, naja, ja. Okay, ich gehe mit euch jetzt gleich noch mal raus, erzähl. Ja, wenn du selber filmst, hast du sie gerade. Blitzkorb. Ja, du hast so einen schiefen Kopf, da weiß ich nicht, wie ich den gerade behalten soll. Also, so, ja, Schluss. Klar. Schluss, guck du deinen Fußball, jetzt ist Ende. Was soll ich sagen? Ich gehe jetzt aus Langeweile schlafen. Heute der Tag war bummelig. Ist echt nicht so mein Ding, aber ich kann von meinem Bett aufs Wasser gucken und das ist ja auch nicht schlecht. Also liege ich hier und zähle Möwen und Schiffchen. Morgen geht es weiter. Mal gucken, einfach die Küste entlang, wo es uns wieder gefällt. Allzu weit können wir ja nicht mehr, da ich nächste Woche wieder arbeiten muss und wir Samstag die Rückreise antreten müssen. Das sind ja mittlerweile schon gut über 1000 Kilometer, die wir da zurücklegen müssen. Also von daher lassen wir es entspannt angehen. Und Sonnenuntergang gibt es heute auch keinen. Da sind nämlich ein paar Wölkchen vor. Von daher sage ich erstmal wieder, es war wieder ein toller Tag. Die Bretagne bietet jeden Tag aufs Neue uns tolle Sachen. Und ich bin gespannt, was uns der Morgen bringt. Bleibt dran und folgt uns auch in den nächsten Tag. Wir haben ja noch ein paar Tage Urlaub vor uns.